Aber auch, du hast die letzten Jahre so gute Arbeit geleistet, dass du von nun an in die SWAT-Einheit aufgenommen wirst. Die SWAT-Einheit ist eine Spezialeinheit der Polizei, welche bei besonders schwierigen Einsätzen verwendet wird und deutlich besser ausgerüstet ist als die normale Polizei. Wow, vielen Dank! Das ist eine Ehre für mich. Was verändert sich jetzt? Du darfst ab sofort ein Maschinengewehr bei dir führen, erhältst Spezialkleidung und darfst den SWAT-Panzer der Polizei fahren. Okay, alles klar. Wo finde ich die Kollegen? Du musst mit dem Helikopter auf den Berg fliehen. Dort befindet sich die geheime Basis der SWAT-Polizisten. Alles klar, ich fliege jetzt los. Viel Glück, es war schön mit dir zusammenzuarbeiten. Danke. Okay, dann gehe ich jetzt los zum SWAT-Berg. So, einmal hier schnell hoch und in den Helikopter, den ich jetzt fliegen darf. Und schnell nach oben, schnell zum SWAT-Berg. Ich wusste gar nicht, dass die SWAT-Einheit dort oben am Berg ist. Aber okay, jetzt bin ich Mitglied der SWAT-Einheit und fliege schnell mit dem Helikopter zum SWAT-Berg. Ich bin gespannt, wie mein Leben als SWAT-Polizist so sein wird, weil das ist ja was ganz Besonderes und ich kenne immer nur diese Ansicht von Berg und was ist, oh, dahinter ist ja wirklich ein geheimes Camp von der SWAT-Polizei. Oh mein Gott, das ist ja echt heftig. Ich sehe da hinten auch schon einen Polizisten und ich gehe direkt mal rüber. Hey! Hallo, mein Name ist Aberorg und ich bin seit heute SWAT-Polizist. Hallo Aberorg, ich bin dein neuer Chef. Ich leite die SWAT-Einheit von Brookhaven. Es gibt einige Regeln, an die du dich halten musst. Regel 1, der Chef hat immer recht. Regel 2, du machst, was der Chef sagt. Regel 3, hat der Chef Unrecht, so treten automatisch Regel 1 und Regel 2 in Kraft. Hast du das verstanden? Alles klar, verstanden. Wann erhalte ich meine Spezialkleidung? Hier, bitteschön, geh dich im Zelt umziehen. Alles klar, mach ich. So, erledigt, ich bin jetzt auch ein SWAT-Polizist. Da du der Neue bist, kümmerst du dich am Anfang um die Versorgung des Geheimverstecks. Du wirst dafür sorgen, dass wir immer genügend Nahrungsmittel haben. Darum musst du ja zum Bauernhof fahren und dort Milch besorgen. Alles klar, ich bin gleich wieder da. Let's go, schnell zum Bauernhof fahren. Es wird schon dunkel und ich muss schnell zum Bauernhof. Damit unser Geheimversteck geheim bleibt, müssen wir SWAT-Polizisten unsere Nahrungsmittel nachts besorgen, direkt beim Erzeuger, in diesem Fall hier vom Bauernhof. Und da ist auch schon der Bauernhof und da sehe ich auch schon die Bäuerin, die wartet schon draußen auf uns. Und ich stelle mich mal hier hin. Oh mein Gott, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin SWAT-Polizist, so cool. Ah, hallo, du musst von der SWAT ein. Sein. Ich habe hier ein paar Kartons Milch für dich, die kannst du mitnehmen. Okay, alles klar, ich helfe Ihnen beim Einräumen. So, dann gehe ich jetzt mal zu den Kartons. Hier hinten sind die ganzen Kartons und den ersten Karton voller Milch habe ich. Der geht jetzt hier in den Lieferwagen rein und hier, zack, so, platziert und den nächsten Karton Milch holen. So und zack, platziert. So, und den letzten Karton Milch holen. Da ist der letzte Karton Milch, den werde ich jetzt hier einräumen und dann haben wir erstmal drei volle Kartons voll mit Milch und die können wir dann erstmal in unserem super geheimen Spezialversteck der SWAT-Polizei verbrauchen. Cool, damit ist die Nahrungsversorgung erstmal sichergestellt. So, Herr SWAT-Polizist, das waren alle Kisten Milch, die ich zur Verfügung habe. Bis nächsten Monat. Okay, bis dann. Oh, mein Handy klingelt. Hallo, hier ist Aberorg. Hallo, hier ist der SWAT-Chef. Du musst sofort zur Bank kommen. Sie wird ausgeraubt. Aber ich bin noch beim Bauernhof und ich habe Milch dabei. Keine Widerworte. Du kommst sofort vorbei. Alles klar, Chef. Oh nein, ich bin jetzt neu bei der Arbeit und muss jetzt schnell losfahren. Ich muss jetzt schnell zur Bank. Das wird mein erster SWAT-Einsatz. Wie cool ist das denn? Aber mein Chef ist jetzt schon sauer auf mich. Egal, egal, egal. Hoffentlich mache ich einen guten Job. Ich will meine Polizeistelle bei der SWAT-Einheit jetzt nicht verlieren. Ich habe so lange als Polizist gearbeitet. Das war zwar cool, aber SWAT-Einheit, die SWAT-Einheit ist noch viel cooler. Hallo Chef, hallo Chef. Hiermit sind Sie verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Nein, ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, sie haben die Bank ausgeraubt. Hallo, 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 ich bin leider etwas zu spät, weil ich noch einkaufen war. Aber Ork, wie lautet Regel 2? Regel 2, du machst, was der Chef sagt. Und was habe ich dir gesagt? Dass ich schnell herkommen soll. Und aber Ork, warst du bei deinem ersten SWAT-Einheit-Einsatz rechtzeitig da? Nein, aber... Nichts aber. Ich bin der SWAT-Chef. Wir müssen die Bürger von Brookhaven beschützen und haben keine Zeit zu trödeln. So jemanden wie dich können wir hier nicht gebrauchen. Und jetzt verschwinde. Und der Kriminelle kommt jetzt in den Knast.
Abfahrt. Mitkommen. Oh Mann, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich keinen Job mehr, oder was? Ah, ein neuer Tag. Oh Mann, ey, jetzt muss ich hier unter der Brücke schlafen, nur weil der SWAT-Chef mich wegen Milch einkaufen geschickt hat und ich dadurch zu spät bei dem Tatort war. Die letzten 2 Monate waren die Hölle. Irgendwas musste ich ändern. Ich habe auch schon eine Idee. Ich werde Faos aus dem Gefängnis befreien und mit ihm die Bank ausrauben. Dann sind wir reich und die SWAT-Einheit schaut doof aus der Wäsche. Ich war Polizist. Ich weiß ganz genau, worauf man bei einem Bankraub achten muss. Okay, es wird, glaube ich, schon hell. Es ist egal. Ich renne jetzt schnell zur Polizei. Ich muss schneller da sein, bevor die Polizeischicht beginnt. Und dann kann ich Faos noch aus dem Knast befreien, weil die Polizeistation ist gerade nicht besetzt. Und bevor die Frühschicht beginnt, gehe ich da eben einfach hin und befreie ihn. So, die Leiter habe ich schon besorgt. Und hier ist ein Geheimeingang, den habe ich gebaut, als ich Polizist war, weil ich wollte immer was in der Hinterhand haben. Und Gott sei Dank habe ich das gebaut. So, jetzt geht's schnell hier rein und hier kann man in jede Zelle. Ist Faos in dieser Zelle? Nee, Faos ist nicht in dieser Zelle. Jetzt muss ich hier schnell wieder hoch, bevor es hell wird und die ersten Polizisten da sind. Ist Faos in dieser Zelle? Sehe ich ihn hier? Da sehe ich ihn. Hallo, Faos. Oh, hallo. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Faos, ich war bei deiner Festnahme dabei. Ich war ein SWAT-Polizist. Was willst du hier? Ich will dich befreien. Ich wurde gekündigt und bin sauer. Komm schnell mit. Hier oben ist ein geheimer Tunnel. Alles klar. Los geht's. Okay, schnell hier auf das Bett und hier nach oben springen. Pass auf, das ist nicht so einfach. Okay, komm, folgt mir. Hier unten ist auch eine Leiter. Wir können hier einfach so runter. Let's go. Oh. Huch, wo ist denn die Leiter hin? Haben die Polizisten die mitgenommen? Keine Ahnung. Wir klauen dieses Fahrzeug und dann zeige ich dir mal, wie man die Bank richtig ausraubt. Dann sind wir reich und die Polizisten können uns mal. Das hört sich genial an. Wuhu! Okay, dann komm mit. Ich knack jetzt das Auto. Hä? Und noch ein Hieb. Und noch ein Hieb. So, Faos, das Auto ist geknackt. Wir können schnell reinspringen. Okay, let's go. Heute Nacht werden wir die Bank ausrauben und dann werden wir reich sein. Oh mein Gott, aber Ork, glaubst du, wir schaffen das überhaupt? Ich bin voll aus dem Ding raus. Ich war so lange im Gefängnis. Ja klar, Faos. Ich bin ein ehemaliger SWAT-Polizist und ich habe auch ein paar Jahre normal bei der Polizei gearbeitet. Wir schaffen das. Okay, steig aus. Ich zeig dir einen Geheimeingang, wie wir zum SWAT-Bunker kommen. Da können wir uns Waffen holen und dann kann uns die SWAT-Polizei auch nicht aufhalten. Folgt mir. Hier in dem Cleaners haben wir einen geheimen Bunker. So, schnell hier nach unten und Faos, wo bist du? Komm nach unten. Da bist du. Okay. So, das sieht hier ganz unscheinbar aus, aber du musst hier einmal auf die Lampe raufdrücken und dann öffnet sich eine geheime Luke. Genau, richtig. Und hier, ja, hier haben wir SWAT-Polizisten unsere Waffenlager. So, hier können wir uns ausrüsten für den Bankraub. Dann sind wir reich. Ich bin so sauer auf die SWAT-Polizei. Sie hat mich rausgeschmissen, nur weil ich zu spät gekommen bin. Das wird sie büßen. Das wird sie büßen. Jetzt werde ich mit dir die Bank ausrauben. Gemeinsam schaffen wir das. Hast du eine Waffe? Ja. Okay, let's go. Auf zur Bank. Es gibt hier nämlich auch noch ein weiteres Geheimnis. Schnell hier auf den Knopf drücken. Und hier, Faos, hier müssen wir lang und hier können wir direkt zum Safe der Bank und den ausrauben. Wusstest du das? Nein. Ja, Faos, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen wurdest du letztes Mal auch festgenommen. Aber zum Glück hast du mich jetzt dabei. Okay, ich halte Wache und du sprengst den Safe. Und glaubst du, das wird funktionieren? Ja, klar. Wir sind dieses Mal zu zweit und ich habe genug Erfahrung. Und du bist ein skrupelloser Krimineller. Gemeinsam schaffen wir das. Okay. Richtig, duck dich. Gute Idee. Okay, warte. Ich fühle den. Ich hab's gleich. Okay. Warte. Ich drück dir die Daumen. Okay. Renn! Okay, Entdeckung! Oh nein! Ja, der Safe ist offen. So, Faos. Geh schnell rein und hol dir das Geld. Hast du das Geld, Faos? Warte. Okay.
Okay. Ja, du hast das Geld. Okay. Juhu. So, okay. Faust, schnell. Der Alarm geht los. Der Alarm geht los. Wir müssen schnell nach unten. Okay, ich schieß schon mal ein bisschen. Falls ein Polizist kommt, knallen wir den ab. Dann knallen wir den einfach ab. Den Polizist Faust, wo bist du? Ach, da bist du. Okay. Let's go. Wir müssen schnell sein, bevor die Polizei kommt. Ich baller einfach los. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, wird abgeknallt. Es ist noch nachts, Gott sei Dank. Wir haben nicht lange gebraucht. Steig schnell in den Bus ein, den wir geklaut haben. Wo bist du? Bist du schon im Bus drin? Ja, okay. Gut, du hast dich. Hallo, hier, hier. Du hast dich vorne hingesetzt. Okay. Schnell zum Flughafen. Jetzt beginnen wir unser neues Leben. Wir müssen schnell in den nächsten Flug. Egal, was das für ein Flug ist, wir müssen da jetzt rein. Okay, wir sind sofort beim Flugzeug und jetzt sind wir drinnen. Schnell hinsetzen, Faos. Lass dir nichts anmerken. Ich mach kurz die Tasche zu. Oh, okay, ist zu. Faos, jetzt beginnt unser neues Leben. Wie findest du das? Alter, richtig geil. Das hat die SWAT-Polizei verdient. Wuhu, wir haben es geschafft. Jetzt werden wir Multimillionären können ausreißen. Endlich sind wir hier weg von. Und ich kann jetzt endlich in Ruhe meine Videos gucken. Yay!